Servus und hallo, ich begrüße euch und ich werde euch mal wieder was Neues in Item Shop zeigen. Let's go, man sieht's da eh schon. Die FCNS Skins sind drin, den werde ich jetzt sagen. Let's go, Freunde. So, Freunde, wie man da schon sehen kann, ist dieser FCNN Champion K3S1 drin. Das Rückenaccessoire kostet 200, habe ich mir schon geholt. Das ist eigentlich der irre Skin. Ich habe den jetzt mal ausgerüstet, dass man den auch noch mal sieht. Das war damals ein Starterpaket, habe ich mir damals auch geholt. Nice Skin. Der ist rausgekommen in Kapitel 2. 6 ist er rausgekommen. Damals dieser Skin war ein Starter-Pack. Und wie man da schon sehen kann, ist der Skin eben mit den Ladebildschirm kostet 800 V-Bucks. Werden wir uns jetzt ganz genau mal anschauen. Let's go, Freunde. Dann werden wir das Ganze gleich ausrüsten. Den Ladebildschirm. Den können wir nochmal begutachten. Als Vollbild, so schaut der ganze Ladebildschirm aus. Finde ich, schaut richtig nice aus. Gefällt mir richtig gut. Dann werden wir uns den Skin mal anschauen. Let's go, Freunde. So, Freunde, wir sind auf meiner eigenen Map. Abonnieren und Glocke aktivieren wir nicht. Das mich sehr supporten. Wir sind kurz vor die 1000. Das hat mich gefreut, dass ich mir das Ziel erreichen darf. Wir haben jetzt ausgerüstet diesen F10S-Skin mit diesem Gleiter eben. Als Farbenlackierung habe ich diese Bananenlackierung dazu genommen. Spion-Banane passt ganz gut dazu. Hat so einen Gelbstich. Diese Pickaxe habe ich genommen. Die hat auch so einen Gelbstich. Passt ganz gut dazu. Wie gesagt, der Skin hat zwei wählbare Stile. Darf man nicht vergessen. Einmal ohne Kapuzen, so wie wir jetzt das haben. Und dann mit Kapuzen. Mir gefällt der mit Kapuzen besser. Da sieht man das Ganze nochmal von vorn. Wir werden uns den ganzen Skin jetzt nochmal so anschauen. Wie das Ganze ausschaut, ja, schaut richtig nice aus. Gefällt aber mit Kapuzen, ist irgendwie cooler. Wir werden uns das Ganze dann in der Runden anschauen. Let's go, Freunde. Freunde, wir haben den Skin jetzt ausgerüstet, den zweiten Style. Das 2.0, sage ich mal, FCNS Cup. Skin kostet 800 V-Bucks. Hinten das Backblink hat man nochmal separat kaufen müssen, hat auch nochmal 200 V-Bucks kostet. Und die Musik gibt es ja auch dazu. Kostet auch nochmal 200 V-Bucks. Mehr müsst ihr euch selber mal anhören, wenn es gefällt. Wie gesagt, nice Idee. Ich habe jetzt dazu genommen diesen Gleiter von Gambit. Könnt ihr auch gerne oben das Review anschauen, verlinke euch oben. Könnt ihr gerne abchecken. Ihr könnt auch gerne die anderen Reviews abchecken. Wie gesagt, nicer Skin mit Kapuze jetzt als zweites Teil. Mir gefällt der Skin, ist eine coole Idee. Also wie gesagt, das ist ein richtig nicer Skin. Ich finde da den Preis total fair und auch cool, dass man das heute extra kaufen kann, das Backblink, und nicht, dass das als Bundle ist und war dann 1200 V-Bucks. Das hätte ich jetzt schon ein bisschen komisch gefunden, aber von dem her richtig coole Idee. Mir gefällt sowas, ich feiere sowas richtig. Ich habe mir die eigentlich meistens geholt, weil die nicht allzu teuer gewesen sind. Die haben immer 800 V-Bucks gekostet und dann was ist. Wir schauen uns jetzt mal den Skin eben von vorne nochmal an. Man sieht halt gegenüber den Iris-Skin, hat es eben schwarze Haare. Der Iris-Skin hat so leicht bläuliche Haare und von dem her ist richtig cool und schaut auch nice aus. Wie gesagt, früher ist es jeder mit dem Skin damals rumgelaufen, wo er rausgekommen ist. Aber das geht völlig in Ordnung, weil es wirklich ein nicer Skin eben ist. Das war etwas der Endrich. So, Freunde, warum dass ich mir den Skin gekauft hat, weil er irgendwann mal selten wird und er wird dann immer, glaube ich, in Item Shop reingehen, soweit wie ich es gehört habe. Finde ich eine coole Idee vom Fort. Freut mir, wir wollen weiter solche Skins. Wie gesagt, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, checkt meine anderen Reviews aus. Euch erkennt mich. Ciao, danke, servus, pfiat euch.